Ronra zum Gruße, ihr Lieben, es geht weiter mit Memoria und wir sind gerade im Gespräch mit der Sadja, so heißt sie, glaube ich, mit diesem Magier und ich weiß gerade nicht, was ich hier zuletzt gefragt hatte schon von, aber wenn es die übrig gebliebenen Sachen sind, dann fragen wir nochmal nach der Grabkammer, wo ich glaube, dass wir die schon hatten. Wie tief sind wir? Das wissen nur die Götter. Fasar wurde Schicht um Schicht auf den Ruinen alter Dynastien erbaut. Darunter liegen Gewölbe, so alt wie das Land selbst. Diese Grabkammer zum Beispiel wurde vor 2 Jahrtausenden vom letzten lebenden Magier-Mogul Malakar errichtet. Es heißt, er war ein Großmeister der Elementar- und Transformationsmagie. Mit einem bloßen Schnippen bog er Erz und Erde nach seinem Willen. Diese Hallen waren sein größtes und letztes Werk. Maske von Malakar? Ihr seid euch sicher, dass hinter dieser Mauer die Maske wartet? Ja, ganz sicher. Niemand weiß, woher der Mogul Malakar die Maske hatte oder ob er sie gar selbst erschuf. Aber er war so besessen von ihr und ihrer Macht, dass er sie am Ende mit in sein Grab nahm. Es heißt weiter, dass es ihm Zeit seines Lebens nie geglückt sei, ihre wahre Macht zu wecken. Was macht sie? Es heißt, dass der Träger der Maske jede verlorene Schlacht, überhaupt jede Niederlage und jeden Verlust in einen ewigen Sieg verwandeln kann. Heiliges Heer, Schlacht. Wieso nennt es sich das Heilige Heer? Das Heilige Heer ist eine Armee von Geweihten. Nur mit der heiligen Macht der Götter, so glaubt man, kämen wir gegen die anstürmenden Dämonenhorden an. Ihr sagtet, das Heer zieht über das Gebirge Raschtuls. Warum so ein schwieriger Umweg? Die meisten Pässe werden von den Legionen des Bösen bewacht. Zudem gibt es einen magischen Ort über den Gipfeln des Raschtulswalds, wo man hofft, eine letzte entscheidende Allianz zu schmieden. Dort werden wir uns dem Heer anschließen. Aha, okay. Wie konnte es nur so weit kommen? Eine Invasion des Bösen in unserer Zeit? Dunkle Zeiten gibt es immer wieder, Prinzessin. Aber was genau dazu geführt hat, spielt keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass wir bereit sind zu kämpfen. Die größten Helden unserer Zeit haben sich zusammengefunden, um die Entscheidungsschlacht in der gorischen Wüste zu schlagen. Und auf ewig in die Geschichte einzugehen. Wenn wir gewinnen. Habt ihr nicht langsam genug gequatscht? Er hat recht. Wir müssen weitermachen. Ihr habt keine weiteren Fragen? Nee, anscheinend nicht. Gut, ja. Ich bin fraglich, was es hier mit dieser Flüssigkeit auf sich hat. Und die war doch klebrig, oder nicht? Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Und er versucht doch die ganze Zeit das Ding zu reparieren. Das muss doch einen Zusammenhang haben. Es sieht aus wie Blut. Kannst du nicht darauf ihn ansprechen? Ich versuche, die Käferteile ineinander zu schieben, aber es geht nicht. Sie halten nicht. Vielleicht brauchen wir noch irgendwas, um das klebrige Zeug halt zu nehmen. Das bringt mich nicht. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Was sagt sie denn zu dem Stein nochmal? Mein Almandin. Mein zorniges Auge. Mein trauriges Herz. Gegen nichts auf der Welt würde ich ihn jemals eintauschen. Aha. Haruns Dolch ist nun mein Dolch. Eine Rolle verbannt. Harun hatte die Augen meines Vaters. Jetzt weiß ich auch, woher. Ach ja, was gibt's denn dann hier noch? Irgendwas mit dem Wächter vielleicht? Bleib unten. Können wir ihn irgendwie... Das würde ihm nicht... Das würde ihm... Ist ja egal, was ihm gefällt oder nicht. Das würde ihm... Wir wollen das ja hier machen. Haltet Abstand! Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Ein fein gearbeiteter Zierbogen mit Schnörkel. Ja, ja. Das hatten wir auch schon. Tja, ich weiß gerade nicht, was ich machen kann. Ich gehe sonst mal hier wieder hin. Vielleicht ja mit dem Wächter irgendwas. Hier, Hand. Ach nee, das hatten wir auch schon. Er war schon so, als wir herkamen. Wer weiß, ob wir sonst... Ja, ja. Das Erbe dieser Hände hielt mich mein Leben. Doch heute... Oh, Kasim. Ja, 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 ja. Ich
frage mich die ganze Zeit halt, ob es mit den Wächtern was zu tun gibt. Es gibt bestimmt eine andere Lösung. Aha. Ich muss sparsam mit dem Verband. Das muss nicht Okay. Ach so, geht's da auch nach links? Das weiß ich gerade gar nicht. Du erinnerst mich an die... Doch anders. Danke. Ein weiterer Wächter. Wir konnten ihn nicht töten, daher mussten wir ihm die Beine abschlagen. Ist mit Harun noch was, was ich nehmen kann? Es würde zu lange dauern, ihn runterzuholen. Die Zeit rennt uns davon. Er ist heldenhaft gestorben. Er hat uns ja auch quasi schon alles gegeben. Wir haben ihm das ja schon alles weggenommen, was er so bei sich hatte. Jetzt ist eher die Frage, was kann ich damit machen? Und das Seil? Ich weiß nicht, das abzuschneiden, was sagt sie denn dazu? Auf keinen Fall. Das ist unser einziger Weg zurück. Okay. Ja, dann gibt's doch hier auch nichts zu tun. Dahinter liegt die Grabkammer. Ach so. Aber wäre das dann nicht gut von hier aus auch durch? Wenn ich sie nur irgendwie einreißen könnte. Und wenn wir uns irgendwie was bauen oder so? Der Weg der Wild... Das wird nie... Keine Ahnung. Wie? Liegt hier irgendwo mal ein Felsbrocken oder so? Hier sind so viele Steine. Und sonst kann man immer einen aufheben mit solchen Point-and-Click-Spielen. Und hier gerade eben halt nicht. Der Krieger kann noch so viel rumtönen. Am Ende hat uns der Magier den Hals gerettet. Die Reste des kolossalen Ohrschmucks. Erst das hat der Kreatur den Rücken gebrochen. Es war ein guter Kampf. Bastard. Nichts zum Aufheben, nichts zu machen. Die Felswand ist so ein bisschen das, was mich jetzt stutzig macht, wenn dahinter die Grabkammer ist. Aber mit dem Wächter ist ja auch nichts anzufangen. Kann man die vielleicht so ein bisschen hier lösen oder so? Das bringt mich nicht weiter. Und ihn hier anbrennen? Er ist tot. Das würde ihm nicht gefallen. Ein Dolch irgendwie da rein? Es gibt bestimmt eine andere Lösung. Ja, aber welche denn? Ist es nicht so einfach hier, merke ich gerade. Nach links wollte ich nur ausprobieren, aber das geht nicht. Nach links kann ich nicht. Grabeingang hatten wir auch schon. Auch hier wieder der Wächter. Es ist halt so eine Sache. Jetzt hätte ich vielleicht noch was nicht eingesammelt oder so. Und wenn wir die ganze Grabkammer zertrümmern müssen, ich werde triumphieren. Um das Rückgrat des obersten Wächters zu brechen, hat der Magier den Ohrschmuck des Moguls zu Fall gebracht. Doch für Harun kam jede Hilfe zu spät. Dann ist ja eher die Frage, ob ich da hinten, wo diese Bruchstelle ist, wenn dahinter die Grabkammer ist, ob man von der anderen Seite es eher versuchen sollte, aber ich weiß nicht. Das wird niemals gehen. Anstatt, dass sie einfach mal das klebrige Zeug hier benutzen. Du redest nicht viel, richtig? Nö. Richtig. ja. Sie beobachten mich. Sie beobachten mich. Arm. Ach, den Arm. Den habe ich übersehen. Haltet euch von den Wächtern fern, Prinzessin. Selbst ihre abgetrennten Glieder haben noch Leben in sich. Aha. Die Wächter sind zerbrechlicher, als sie aussehen. Kannst du damit was machen vielleicht? Das würde ihm nicht gefallen. Keine Ahnung. Das würde ihm...
Einfach mal das ausprobieren. Das würde ihm... Haltet euch von den Wächtern fern, Prinzessin. Selbst ihre abgetrennten Glieder haben noch Leben in sich. Wenn sie es hier vielleicht nicht macht, vielleicht macht sie es ja woanders. Hand. Weil hier sind die anderen nicht in der Nähe. Ach das nee. Erbe. Doch, ich denke immer, mit Hand ist seine Hand gemeint. Dann gehen wir nochmal hier hin. Vielleicht beim anderen Koloss. Ist hier was abgetrennt, was ich vorher nicht gesehen habe. Meinten doch die Beine abgeschlagen. Ist hier nicht irgendwie was hier... Weil irgendwas muss es ja mit dem Arm dann auf sich haben oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Ein weiterer Weg. Wir konnten ihn... Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Dahinter liegt die Grab. Nee, also hier war auch nix. Macht sie mit dem Wächter was? Mach doch mal was. Es gibt bestimmt eine andere Lösung. Ich hebe mir meine... Du tust mir leid mit... Aber einen Schritt näher und wir... Ich komm nicht weiter hoch, Piep. Wächter. Helf mir doch mal, du Krieger da hinten. Besser, ihr bleibt mir fern. Gern. Welcher Kerkermeister versieht ein so kompliziertes Schloss mit einem so zerbrechlichen Schlüssel? Ja, ich würde ja das klebrige Zeug nehmen, aber ihr wollt ja nicht. Auch der Zierbogen ist so eine Sache. Kann ich vielleicht mit dem was machen? Ich hebe mir meine... Ein Dolch hier rangehen? Das lässt sich nicht... Nee. Ich darf mein Ziel nicht... Der Weg der Willkür ist... Mir fehlt die... Ja, es ist ja auch alles Quatsch hier, aber, ne? Ich muss Spaß... Einfach mal alles ausprobieren. Der Weg der Willkür... Der Weg, der... Und ihm dem geben? Ich kann den Schlüssel nicht einfach zusammenbinden. Er würde nicht halten. Nein, das ist es nicht. Aber wie kriege ich das klebrige Zeug? Dann könnte ich es nämlich ihm geben. Anscheinend reagiert er ja immerhin da drauf. Aber sie sammelt es nicht ein. Hotspot... Habe ich irgendwas übersehen? Keine Ahnung. Er ist ein guter Kämpfer, aber er hat es nicht verdient, dass man es ihm sagt. Ich weiß, ich benutze jetzt schon am Anfang die Hotspot-Anzeige, was bedeutet, dass es für mich gerade echt ein bisschen zu doofi ist. Aber so ist es nun mal. Dass ich gerade keine Ahnung habe. Ja, Bruchstelle schön. Ich guck nur, ob ich irgendwas übersehen habe. Monstrum und Felsen. Felsen hatte ich doch auch schon, oder? Der Krieger kann noch so viel rumtönen. Ja, okay. So, nochmal die Hotspot-Anzeige. Das hatten wir auch schon alles. Ach, wie ärgerlich. Dann ist es auch nur das Seil hier. Das ist unser Weg hierhin. Dann geh doch einfach mal zurück. Geht das nicht? Nee. Ich kann auch nicht zurück. Meine Prüfung... Ich habe keine Ahnung gerade, was ich tun könnte. Ich stehe auf dem Schlauch. Also, meine Idee ist ja immer noch... Aber hier ist ja nichts runtergefallen, ne? Ja, dass die Felswand hier eingehauen werden müsste oder irgendwie Stein für Stein weggeräumt oder wie auch immer, weil da hinten das Grab ist. Dann haben wir auch noch den Arm von der einen Statue da hinten. Und dann haben wir das klebrige Zeug, mit dem ich den Schlüssel eigentlich reparieren würde. Aber sie füllt das nirgendwo ein oder so. Ja, es ist schwierig. Wenn ich sie nur... Dahinter liegt die Grab... Und die irgendwie einreißen, aber wie?
ganz theoretisch einfach wieder so einen erwecken. Bastard. Ich meine, wenn irgendeiner von diesen Dingern da rauflaufen würde, dann würde die doch einstürzen. Wäre doch gar nicht schlecht vielleicht. Kannst du denen vielleicht ein Herz geben? Das würde ihm nicht gefallen. Ganz doof, dass man den Monstrums hier... Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dass man die zum Leben erweckt oder so? Ich habe keine Ahnung. Das würde ihm nicht gefallen. Das würde ihm nicht gefallen. Ah, ja. Bringt nix. Glaube ich jedenfalls. Oder ich mach irgendwas falsch. Bin immer noch dafür, das mit dem klebrigen Zeug eigentlich mal zu tun. Das fasse es sie klebrig. Rede doch mal mit ihm darüber. Ich versuche die... Sie halt... Ja, dann bitte Zeug. Ich kenne ihn erst seit gestern und ich verstehe bereits mehr von ihm als er von mir. Er weiß, worum es geht. Aber er ist nicht der starke Anführer, der er vorgibt zu sein. Ja... Nein, danke. Ich kann den Schlüssel. Nee, du kannst es nicht zusammenbinden. Danke, aber wir brauchen etwas, das klebt. Ja, hab ich ja schon. Ihr Nasen. Hier, direkt neben euch. Wie, das geht jetzt? Jetzt ist die Klinge klebrig. Aha. Okay, jetzt dann mach mal zu. Hier. Kleb damit das Bein. Alles klar, geht also doch. Mensch, hab ich das nicht ausprobiert gehabt, die Klinge mit dem Klebzeug oder was? Na egal. Hauptsache es geht jetzt. Jawohl. Hat auch lange genug gedauert. Es ist soweit. Seht ihr die leuchtende Inschrift, Alrik? Ur-Tulamidia ist eine tote Sprache, die nur noch von wenigen gesprochen wird. Von noch weniger, seit die geistigen Führer dieser Stadt zusammen mit ihrem Kalifen hingerichtet wurden. Man muss gebildet sein, um diese Schrift zu lesen. Gebildet wie ein Kind aus gutem Hause. Gebildet wie die letzte Prinzessin von Fasar. Allein darum haben wir euch mitgenommen. Nun sagt mir, was ist die Antwort des Rätsels auf der Kammer? Die Götter stehen mir bei. Was? Was liest ihr? Das kann ich euch nicht verraten. Es würde zu viel verändern. Dafür haben wir sie mitgenommen? Ich verstehe das nicht. Prinzessin? Was hat sie da wohl jetzt gelesen? Prinzessin? Wo seid ihr? Bei den Zwölfen ist das dunkel. Ich bin hier drüben. Ah! Au! Oh. Passt beim Verlassen auf den Käferschlüssel auf. Er liegt mit der Tür auf dem Boden. Wenn ihr zerbricht, sind wir hier eingesperrt. Was ist das für ein Geruch? Alrik, kommt nicht rein! Hier ist Gas in der Luft. Leuchtet mit der Fackel vorsichtig durch die Tür, aber bleibt draußen. Und keine Zauber! Fremde Astralenergie könnte eine Falle in diesem Raum auslösen. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet, Prinzessin. Schwierig ohne Licht. Wenn ihr einen Weg wisst, wie man ohne Feuer und ohne Magie Licht macht, dann sagt es. Aha, ohne Feuer, Magie, vielleicht mit dem Alkohol. Interessant. Habt ihr etwas gefunden? Ja, ich glaube hier. Aber ich muss es sehen, um sicher zu sein. Spannend jetzt hier in dieser Höhle. Ich habe mir die Hand aufgerissen. Der Haken ist bereits voll mit meinem Blut. Mhm. Er ist überzogen mit meinem Blut, weil ich zu dumm bin, im Dunkeln aufzupassen. Ja, sei mal nicht so streng mit dir hier. Ich nehme das Räucherstäbchen und die Schale. Aha, okay. Das Ding ist blutig. Können wir das irgendwie hier... Das führt doch... Keine Ahnung, verwenden? Nein. Ah, okay, wieder was eingesammelt. Ja. Sie ist überzogen von Spinnweben und Staub.
Können wir die vielleicht erstmal sauber machen? Der trockene Verband verwischt den Dreck nur. Ach so. Es riecht würzig. Und süß. Sie ist leer. Hm. Der Alkohol ist nicht stark genug, um zu brennen. Ach so. Das Stäbchen sollte auch so gut brennen. Alles klar. Gut. Aber ich brauche noch etwas, um den Alkohol zu verreiben. Mit Alkohol habe ich das Ding jetzt sauber gemacht. Jetzt verreibe ich das. Der trockene Verband verwischt den... Ach so. Das geht also nicht. Sie ist überzogen von... Also da habe ich das jetzt reingetan, aber ich brauche noch irgendwie was zum Verwischen oder so? Eine Rolle Verband. Das ging jetzt nicht, ne? Der trockene Verband... weil das ging ja schon. Gut. Aber ich brauche noch etwas, um den Alkohol Warum zu ver... Warum nimmt sie dann nicht das? Doch, es geht. Ah. Eine Rolle Verband... Okay, jetzt habe ich es getränkt und jetzt geht das bestimmt auch. Der trockene Verband... Oder nicht? Alkoholgetränkter Verband. Entschuldigung, den nehmen. Alles klar. Das sollte reichen. Jetzt glänzt sie schön. Sie strahlt jetzt wieder. Und nu? Jetzt können wir das reflektieren. Nadine. Ist sie das? Ah. Ja. Ja, das ist sie. Die Maske von Malakar. Damit werden wir die Schlacht gegen die Dämonen ein für alle Mal schlagen. Das ist ja toll. Ayal, ein Wächter. Bewacht die Tür. Wenn der Käferschlüssel beschädigt wird, sind wir hier eingesperrt. Scheiße. Oh nein. Na los, Yalla. Töte mich. Mein Leben ist ohnehin nicht viel wert. Schwächling. Okay, das ist nicht gut. Er ist unter dem Wächter begraben. Mit Magie bekäme ich ihn vielleicht frei. Aber nicht mit baren Händen. Oh nein. Die Flammen in seinen Augen sind heiß. Okay, ich kann die Schale wieder nehmen. Und den Stab oder so. Hä? Oh. Was passiert denn jetzt? Was ist das? Ach, das Blut. Blut? Rauch? Der Stab? Was hat das zu bedeuten? Tja, was auch immer das zu bedeuten hat, wir werden es im nächsten Part herausfinden von Memoria. Und es ist ja jetzt schon ziemlich spannend. Ich hoffe, es gefällt euch bisher. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.